unser Safari-Auto fährt weg. Was geht mit denen, Alter? Die lassen uns jetzt voll hier draußen hängen. Guten Morgen, heute haben wir Tag 3 unserer Reise, Tag 2 in Afrika. Hier chillt der Trash Pack. Ich zieh mir gerade die Easy-E-Schuhe an. Und ich dachte heute, ziehst du die mal an. Ich habe irgendwie 4 Paar Schuhe mit dabei. Ich bin wie eine Frau. Unfassbar. Wäre der Trashbag eine schöne Frau? Schreibt es in die Kommentare. Hier seht ihr noch einmal den Ausblick aus unserem Hotelzimmer. In Hotel Thule. Und ja, wir tun hier so ganz lässig, aber der Trashbag hat irgendwie noch gestern eine WhatsApp-Folge geschnitten, die übrigens sehr, sehr lustig geworden ist. Das Video an sich war allerdings schon ziemlich verstörend und irgendwie total unauthentisch. Verstörend und unauthentisch. Und wir stehen hier mit diesem Ding. Und du mit dem Bart! Ja, shut the fuck up, Phil. Hast du recht, tut mir leid, ne? Das war total unauthentisch. Der Link ist ja nochmal in der Videobeschreibung. Zieht euch rein, wir haben uns wirklich hier kaputt gelacht. Aber die schönsten Szenen waren leider dann trotzdem auch nicht drauf, ne? Eine sehr, sehr schöne Szene war nicht geil, nicht drauf, weil das Bild ist auf einmal runtergefallen und wir so. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kriegt ihr einen kleinen Eindruck vom Hotel Thule. Ist halt super cool hier mit diesem offenen Flur, wie die Pflanzen hier so durchwachsen. Das Wetter ist nicht durchwachsen. Da steht schon der Shaggin' Wagon von East, das heißt, wir sind in time. Ladies and Gentlemen, Roadtrip Namibia. Who's that job? Es geht raus in alle Himmelsrichtungen. Bis sie alle diese Stimme wieder haben, die tief in ihnen drin schließt und dann sagt, ich mach ich stark, yeah. Mission completed. Ist es nicht so, dass wir gerade gemerkt haben, dass wir voll die gleiche musikalische Sozialisation hatten? Ja. Ich bin in Afrika 10.000 Kilometer weiter weg von dir groß geworden. Und wir haben eben im Auto so viele Songs gespielt, wo wir beide mitsingen konnten. Ich meine, wie geil ist das? Who's that, Joe? Wir sind hier bei der Mount Etcho Lodge. Fahren gerade rein, gerade das Tor vor uns geöffnet worden. Andere Länder, andere Sitten. Und der East, der spielt hier ein bisschen mit der Elefantenscheiße. Dann nehme ich mir auch mal so ein Stück, oder? Na klar. Niki, da musste ich gerade schon an dich denken, weil du stehst doch auf so getrocknete Scheiße, Mann. Ich bring dir das mit als Anhänger. Boah, es riecht auch richtig gut. Ja, wer einmal leckt, der weiß nicht mehr. Komm. Komm, ein Stück, du ein Stück. Nee. Alter, guck mal, ich will keine Scheiße, wie mies der verdaut auch. Da sind noch ganze Bambusstöcke drin. Alter, fährst du gerade Scheiße? Ja, komm, andere Länder, andere Scheiße. Ja, andere Länder, andere Scheiße. Ja, Mann, Nature Ball. Digga, pass! Niki, darum wirst du mich beneiden. Ich weiß, wie sehr du Pferdescheiße magst und wie das riecht. Wirklich, sie liebt diesen Geruch vom Pferdescheiße. Aber das riecht, hast du gerochen? Und das ist noch besser, Baby. Ich bring dir das mit als Anhänger. Hi, Matthias. Ende 2013. Moin, Phil. Hi, ich habe leider gerade mit Elefantenscheiße gespielt, aber ist ja nicht so schlimm. Ne? Verdammt. Das ist aber keine Elefantenscheiße, oder? Ich hoffe so. Danke. Wir haben diesmal jeder ein Einzelzimmer, Nummer 3. Und die haben jeder. Hallo? Hallo? Wo ist die? Ach, da oben. Hallo? Wie bist du denn da hingekommen? Wie bist du denn da hingekommen? Hm? Ich guck mal kurz, wie man hier die Katze rausholen kann. So? Komm. Komm. Oh jemine. Keine Ahnung. Die wäre davon alleine, glaube ich, nicht rausgekommen. Hi Friends, cool, dass ihr immer noch da seid. Ich habe gerade mit dem Passionator einfach Szenen für ein Musikvideo von mir gedreht, wie ein Mensch. Wie viel ist mein Leben wert und was macht mein Leben lebenswert? Wir sind hier in der Lodge Mount Etcho und wir fahren jetzt los. Und guck mal, das sieht richtig aus wie in so einem Safari-Wagon. So, jetzt ist Safari-Time. Mit Maxim Noise. Yeah. Du bleibst nicht stehen, musst weitergehen bis zum Ende. Du bist du.
Siehst du diese Spuren? Kannst du diese Spuren sehen? Sie sind noch frisch, I feel it. Du musst es. Es ist ein kleines Junkeswesen. Unser Safari-Auto fährt weg. Was geht mit denen, Alter? Die lassen uns jetzt voll hier draußen hängen. Etwas gegessen haben, geht es jetzt zur Löwenfütterung und wir vermuten so ein bisschen, dass wir eventuell das Futter jetzt sind. So Hänsel und Gretel mäßig oder so. Man wird sehen. Ah. Thank you.